Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei dem Film The Beach. Die war in irgendeiner, das war so eine Kommune, wo halt ein paar Leute wohnen, so ungefähr 25 bis 30 Leute. Und die wohnen halt sofort am Meer in Höhlen. Und da, das fand ich eigentlich relativ interessant. Und sie meinte, das war ein ganz anderes Leben, als man das hier in Deutschland führt. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Und die Leute verpflegen sich da irgendwie selbst und, weiß ich nicht, bauen ihre Nahrung selber an und wohnen halt da wirklich in Höhlen und hauen halt auch ihre Betten so mit Meißel in den Stein rein und schlafen dann da wirklich in Höhlen. Ich konnte es mir nicht vorstellen, aber es hat sich sehr abgefahren angehört für mich. Und da hatte ich dann eine spontane Idee, worüber ich einen Songtext schreiben kann. Und sie ist halt, ja, sie war halt nicht wirklich glücklich, wieder zurück zu sein und wollte eigentlich am liebsten wieder dahin zurück. Deswegen heißt der Song Mit den Vögeln nach San Pedro. So funktioniert das nicht. Einen Moment. Das wäre ganz schön peinlich, wenn ich, ich habe nicht gelernt. Bis jetzt geht's. Sie kommt gerade aus fernen Ländern und fragt, was hat sich hier geändert. Sie hat so viel zu erzählen und ich sitz nur stumm daneben. Sie sagt, es gibt unglaublich viel zu sehen und ich will raus aus meinem Leben. Oh. Das verwundert mich nicht, denn wenn die Vögel wieder ziehen, ziehen sie mich hinfort. Wenn die Vögel wieder ziehen, fliehen sie zu ihrem Ort. Wenn die Vögel wieder ziehen, ziehen sie mich hinfort. Wenn die Vögel wieder ziehen, fliehen sie zu ihrem Ort. Wenn die Vögel wieder ziehen, fliegt sie zu ihrem Ort. Wenn die Vögel wieder ziehen, fliegt sie zu ihrem Ort. Wenn die Vögel wieder ziehen, fliegt sie zu ihrem Ort. Thank you.